Ja. Ja, Frau Meier. Ja, ja. Ja, ich bin's. Ich bin am Apparat. Ja, ja. Ja, Sie kennen meine Stimme, Frau Meier. Ja, ne? Ja, nein, 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 Sie stören mich nicht mehr damit. Ja, ich liege hier so ein bisschen und denke. Ich denke, Frau Meier. Denken ist ja auch ein wichtiger Prozess. Den haben ja auch viele verlernt. Also ich denke ständig nach. Natürlich Wertschöpfung. Ne? Wertschöpferische Dinge denken. Ja, sicher, Frau Meier. Ja, das muss auch gemacht werden und das kann man auch im Liegestuhl machen. Ja, ja, Sonne scheint, wunderbar. Ne? Die Kirchenglocken läuten. Die erinnern einen immer an den Calvinismus, ne? Wenn man was tun muss. Nein, Frau Meier, das lasse ich mich nicht von ablenken, von den Kirchenglocken. Nein, nein, das ist vorbei. Das war früher mal, ne? Früher haben das mal. Ja, ja, da war noch Einfluss. Da hat noch der Einfluss geherrscht in meinem Leben. Ja, jetzt gerade mal Ruhe, Frau Meier. Es ist gerade mal Ruhe, das war jetzt gerade so ein Lärm, da hat einer die Gartenhecke geschnitten oder irgendwas. Also ständig dieses Motorgeräusch von so einem quälenden Gartengerät. Die Leute malträtieren sich selbst, also könnten ja ihre Sachen wachsen lassen. Ne? Ein bisschen grün, ne? Aber das muss ja dann gleich wieder quadratisch und dreieckig designt werden. Das kann ja nicht irgendwie wachsen. Ne? Wachsen geht ja nicht. Ne? Wachsen ist ja sowas wie Zuwachsen, Wildnis. Muss alles kultiviert werden. Ne? Am besten die Grashalme parallel ausgerichtet, exakt in der gleichen Höhe geschnitten. Und dann die rausgerupft, die ein bisschen dick sind und ein bisschen dünn sind, müssen rausgerupft werden. Ne? So schaut es aus, Frau Meier. Aber so schaut es danach aus in den Köpfen von den Leuten. Ne? Man muss mit den Leuten ja gar nicht mehr sich unterhalten. Ne? Wenn man den Garten anschaut von den Leuten, dann muss man sich eigentlich gar nicht mehr mit den Leuten unterhalten. Dann ist schon alles gesagt. Ne? Ja, es ist sehr angenehm. Aber Sie klingen so etwas bedrückt, Frau Meier. Normalerweise müsste ich bedrückt sein. Ich habe jetzt nämlich meinen ganzen Bürokratismus hier am Steuer und hin und her. Aber ich kopiere das nur noch. Ne? Ich kopiere es einfach übertragen, das alte Jahr auf neue Jahr. Dann das Jahr ändern, ne? Das Jahr ändern und dann abschicken. Ne? Ach, guckt doch keiner mehr nach. Ja, Frau Meier, das ist sicher. Ne? Nein, keine Schokolade. Ach, Frau Meier, Schokolade, was soll denn das? Ja, Rubens, ne? Rubens-Figur, aber wenn man dann richtig dann zu viel von dem Zeug ist, ja ungesund, ne? Ja, ja, so ähnlich wie zu viel arbeiten, ne? Sie hören es ja hier, ne? Die arbeiten wie die Wilden, ne? Als gäbe es keinen Morgen. Ja, so ein dicker Arsch ist was Geiles, ne? Ein dicker Arsch ist was Schönes. Aber Schokolade ständig essen, Frau Meier. Da haben Sie doch keinen Appetit. Nein, na schön. Ja, natürlich, ne? Ja, ein schönes Vollkornbrot mit Tomate, Knoblauch drüber, Käse überbacken. Sowas, ne? Sowas. Das Eiweiß, Kohlenhydrate, alles drin, Vitamine. Ja, ein bisschen frische Paprika dabei. Ja, ja. Sind Sie auch ein bisschen draußen? Ja, sicher, jetzt müssen wir rausgehen. Also wer jetzt nicht rausgeht, der hat verloren, ne? Wir haben Frau Meier, in 6 Wochen ist der Sommer rum. Oh, das ist der Sommer, da ist das Jahr rum, ne? Dann fängt nämlich das andere Jahr an. Also ab September ist schon wieder vorbei. Ja, gibt noch ein paar schöne Tage, klar. Aber es ist dann der Trend Richtung, ne? Dunkelheit, ne? Oktober geht's los, ne? Da wird's schon richtig trübe. Ne? Oktober ist dann finito. Ja. Dann geht's dann richtig rückwärts. 15. Oktober, ach du meine Güte. Mitte Oktober ist vorbei. Dann können Sie nur noch träumen von solchen Tagen wie heute. Ja, ja, Frau Meier, genießen Sie es, legen Sie sich zurück. Lassen Sie sich Ihre Brüste bräunen, machen Sie die Beine breit und genießen Sie die Wärme. Frau Meier, wenn da sonst nichts passiert, ne? Dann wenigstens die Wärme, ne? Auf Ihrer Haut, ne? Wenn sonst nichts los ist, ne? Ja, Frau Meier, Humor dürfen wir sich nicht nehmen lassen, ne? Nein. Nein, lassen wir uns nicht nehmen. Nein, nein. Ja, dann geht es dann wieder los mit dem trüben Wetter, ne? Mitte Oktober, wird es dann wieder kälter, ne? Fängt man zu frieren in der Wohnung, dann geht es dann los mit Lichtmangel schon, ne? Wärmemangel und
Also andere fehlt sowieso immer, ne? Also Liebe und Sex und die Sorgen bleiben mir alles, nur das Dunkel. Ne? Das ist der einzige Unterschied, dass dann dunkel ist, ne, im Winter. Ne? Und wir glauben dann auch, dass es romantisch ist. Das wurde ja uns ja beigebracht, ne, im Winter. Dieses bisschen hier mit Christstolle und irgendwelchen... Ja, genau, ne? diese, wie heißen die Dinger da, diese Weihnachtspyramiden, die sich da so drehen, ne? dieses Zeug da alles. Ne? Das ist alles Verromantisierung einer grauenvollen Zeit. Ne? Ja, früher sind sie erfroren im Winter. Ne? Die haben gehungert, hatten nichts eingemacht übrig, gab nichts Frisches, haben sie Vitaminmangel bekommen. Alles, ne? Im Winter war alles im Arsch. Ne? Wenn sie mit der Kutsche irgendwo hinfahren mussten, da haben sie versucht, irgendwelche Wärme, irgendwelche kleine Öfchen, so tragbare Öfchen haben sie dabei gehabt. Und sie versucht, die Kutsche irgendwie, das ist alles sinnlos. Die haben gefroren wie die Schneider. Na klar, die haben natürlich immer gefickt, damit sie nicht erfrieren. Ne? Frau Meier, die waren nicht alleine in der Kutsche gesessen. Ne? Die haben sich gewärmt. Ne? Ja, die hatten mehr Tuchfühlung wie wir heute. Ne? Wir haben die Pornos im Internet, ne? Aber sonst nichts. Ne? Du bist völlig krank, ne? Ja, Frau Meier, das ist so, ne? Ja, ich sag's dir, wie es ist, Frau Meier. Ja, ne? Ja, spazieren geht ist mal gut, ja. Ach so, haben sie so einen Baum gefunden. Ja, so ein Kraftbaum, ne, nennt man das, ne? So ein Kraftbaum. Ja, der strahlt Energie aus, da setzen sie sich drunter. Ja, und dann den Stamm berühren, ne, mit dem Rücken den Stamm berühren. Lassen sie die Energie in sich hineinströmen. Und hören jetzt das Blätterrauschen, ne, den Wind in den Blättern. Ja, im Winter ist da kein Rauschen mehr, da ist da keine Blätter mehr drauf, Frau Meier. Im Winter rauscht da nichts mehr. Ne? Da rauschen nirgends mal was, ne? Nur noch irgendwie ihre Lethargie rauscht dahin. Ne? Ja, nee, also. Und dann schön spüren die Rinde und die Energie von dem Baum. Ja, sie haben dann das Bedürfnis, immer wieder hinzulaufen zu dem Baum. Das sind so Kraftplätze, die ziehen sie immer wieder an. Die haben eine magische Anziehungskraft, solche Plätze. Kenne ich, ja. Und wenn sie wegfahren von dem Platz, das tut richtig weh. Das ist richtig, ja, so ein richtiger Magnetismus geht davon aus. Und sie wollen dann wieder zurückfahren. Und sie spüren auch indirekt oder unbewusst, dass sie Energie aufgenommen haben. Ja, sehr wichtig, solche Plätze. Ja, das haben die früher schon gewusst. Ja. Da wurden dann meistens irgendwelche, ne, Feuerstellen errichtet und später ganze Dörfer. An solchen Plätzen, naja. Wenn nicht zufällig irgendwo so ein Fluss war oder irgendwie ein Berg oder eine Anhöhe, wo sich sowieso angeboten hat, was hinzubauen. Aber wenn dann mitten in der Pampas so was entstanden ist, war es meistens so ein Kraftplatz, ja. Ja, ein bisschen Spiritualität. Ja, natürlich, Frau Meier. Ein bisschen Spiritualität. Na, Esoterik ist ja schon wieder negativ verwertet. Ja, na sicher. Ne? Vor 30 Jahren haben sie Esoterik überall an jeder Straßenecke verkauft und heute ist es verschrien. Ja, wie sie es brauchen, Frau Meier. Alles wird gedreht, wie sie es brauchen. Ne? Ja, dann kommen die Schlaghosen wieder in Mode. Was war alles schon da in den 70er Jahren und dann ist es wieder out, wieder in. Es wird uns alles sehr aufoktroyiert. Ne? Wenn sie sich dem Ganzen entziehen, können sie eigentlich nur drüber lachen. Also wenn sie das alles von Weitem sich mal anschauen, also von der Entfernung, und sich die Medien gar nicht mehr geben, sozusagen. Also die ganzen Medien mal weglassen. Ne? Dann können sie eigentlich davon ausgehen, dass es nur noch lächerlich erscheint, was da passiert. Ne? Auch die Leute werden es beobachten, also wenn sie dann arbeiten wie die Verrückten. Ne? Ich höre es auch schon wieder hier im Hintergrund. Ne? Das sind irgendwelche Plastikwannen mit Zement, werden da ausgekratzt. Das Geräusch kenne ich, ja. Und dann wird dann gebaut. Als ob sie 1000 Jahre alt. Ja, natürlich, die bauen die Leute, als ob sie 1000 Jahre alt werden würden. Ne? die denken gar nicht nach, ne? Dass sie in 30 Jahren schon längst weg sind. Ne? Oder sogar in 20 schon vielleicht sogar, wenn sie Pech haben. Ne? Was heißt Pech? Ne? Das ist statistisch also sehr wahrscheinlich sogar. Ne? Ja, natürlich, Frau Meier. Oder sie haben ausgefallen, ne? Schlaganfall. Ne? Schlaganfall, dann sind sie weg. Ne? Nicht ganz weg, ne? Das ist ja dann. Ne, halb weg. Ne? Das ist tragisch, ne, wenn dann irgendwo rumhängt, ne, und den Leuten zur Last fällt. Ja, mit den Pflegekräften haben sie keinen Spaß mehr. Ne? Ja, die haben ja keine Zeit für sie. Ne? Mit denen können sie sich ja gar nicht unterhalten.
Das ist nur abgearbeitet. Und Deutsch können sie auch nicht mehr. Ne? Ja, ist ja kein Vorwurf. Ne? Ist ja kein Vorwurf. Ne? Aber sie können sich mit denen auch nicht unterhalten, also, weil sie die Sprache nicht sprechen und weil sie keine Zeit haben. Ja, die kannst du vergessen. Also am besten, ne? Am besten, wenn sie sich so einen Schlaganfall genehmigen, der dann gleich, ne? Und weg, ne? Gar nicht lang rumgemacht, ne? Die ganzen Scheiß sich erspart, ne? Das ist alles sinnlos. Ja, ja, Frau Meier. Ja, Frau Meier. Machen Sie die Beine breit, genießen Sie die Wärme. Wo sonst keine hinkommen, Frau Meier? wo sonst keine hinkommen? Das ist schön. Ja, eine Frau, die keinen Sex hat, ist was Tragisches. Also ich meine, ein Mann ist natürlich auch, hat auch gelitten, ne? Auch sehr tragisch. Aber ich finde, eine Frau mit ihren Brüsten und ihrer ganzen Weiblichkeit, ja, die sie hat, ja, ständig, wenn sie früh aufsteht schon. Der Mann hat einen Steifen, ne, wenn er früh aufsteht, vielleicht, ne, vielleicht. Aber eine Frau ist immer irgendwie Frau, ne? Ist immer weiblich. Und dann kein Sex, ne? Kein Sex, ne? Dann sitzt sie irgendwo rum mit ihren Brüsten, ne? Und keiner fasst sie an, ne? Ist doch scheiße sowas. Ach, Frau Meier, können Sie auch. Ist doch scheiße. Nee, möchte ich nicht haben. Nicht geschenkt. Also dann lieber gar keine Frau sein, ne? Frau Meier, wenn Sie es aussuchen könnten, ne? Aber das können Sie ja nicht. Können ja Ihre Brüste nicht irgendwie abgeben, ne? Bei dem nächsten Pfandhaus abgeben. Haha, Frau Meier, ist ein guter Witz. Ach, das köstlich. Wenn man über seine eigenen Witze nicht lachen kann, ne, Frau Meier? Ja, ja, wenn man so seine eigenen Witze nicht mehr, dann wird es gefährlich. Ja, ja, ganz gefährlich, Frau Meier. Das ist ganz wichtig, dass man über seinen eigenen Mist noch lachen kann. Ja, ja, Frau Meier, das ist ganz wichtig. Ja, nein, Sie stören mich nicht. Alles in Ordnung, Frau Meier. Nein, ich breche den Index. Ah, ja, nein, nein. Ich mache meine Arbeit nebenbei. Ja, ja, sicher. Kein Problem, Frau Meier. Ja, natürlich. Man muss das ein bisschen synchronisieren, das Ganze. Natürlich. Ja, ja. Natürlich, Frau Meier. Ja, na, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir können noch ein bisschen. Ja, ja. Sonnen Sie sich? Haben Sie schon Magnesium? Ja, zwei Briefchen. Im Wasser auflösen und dann schön trinken. Und die Sonne genießen, dann sind Sie happy. Dann brauchen Sie nichts mehr. Natürlich. Und vor allen Dingen abschalten im Kopf, ne? Immer das Wollen. Ich will irgendwas, ne? Ich will das, ich will das, ich will das. Einfach abschalten. Ne? Machen Sie eine Chill-Musik an. Schalten Sie das ganze Mist ab im Kopf. Und denken Sie einfach daran, was Sie sich alles sparen für Arbeit, wenn Sie irgendwas nicht wollen. Das ist sehr entspannend, Frau Meier, wenn Sie es mal realisieren. Wenn Sie irgendwas nicht mehr wollen, ah, dann ist irgendwie frei. Ne? Sie haben einfach nur noch Zeit, ne, Frau Meier. Das ist herrlich. Sagen Sie, das ist herrlich. Und die anderen, die da rumrennen, wie die Verrückten, die lassen es einfach rennen. Ja, die lassen es rennen. Die sind verstrahlt, ne? Die sind verstrahlt. Vom Konsumrausch, ne? Die müssen ihre eigenen Probleme verdrängen, ne, mit dem Konsum. Ja, das lassen sie einfach gehen. Das Wesentliche ist wichtig. Ja, ja, natürlich. Immer das Wesentliche. Wir haben ja... Haben wir die Erfahrung, Frau Meier. Sie haben doch auch die Erfahrung. Sie sind Mitte 50, Frau Meier. Also wir müssen es doch verstanden haben, wie es läuft. Hat alles keinen Sinn. Die ganze Wirtschaft ist kaputt. Das Geld ist völlig... Ne? Die Art und Weise, wie das Geld verdient wird, Frau Meier, die Verschiedenheit, das hat mir schon immer zu denken gegeben. Und mittlerweile gibt es schon nicht mehr zu denken, sondern mittlerweile kann ich nur noch sagen, es ist vollkommen... Also, dass wir keine Revolution haben, das verstehe ich sowieso nicht. Ne? Die anderen, die malochen da 4 Wochen lang in der Fabrik, ja, kriechen da in der Schweißschlacke herum, machen ihre Frühstückspause, Mittagspause und dann müssen sie sich umziehen und fahren sie heim und dann haben sie 3 Stunden Freizeit und dann müssen sie schlafen, dann geht der nächste Scheiß wieder. Ach. Und dann haben sie, was haben sie dann? Dann müssen sie ihre Wohnung bezahlen, dann haben sie ihre Kinder, ihre Frau, müssen sie ihre ganze Versicherung bezahlen, ihr Auto voll tanken. Ja, was bleibt übrig von dem Geld? Ach, Frau Meier, wenn der 200, 300 Euro übrig hat, übrig zum Ausgeben, einfach zum Verprassen, dann ist er reich. Aber den gibt's gar nicht, den Mann. Den gibt's gar nicht. Nein, Frau Meier, den gibt's gar nicht. Nein, den gibt's gar nicht. Vollkommen sinnlos. Ja, ja, das ist vollkommen sinnlos. Ja, ja. Ja, Sie rufen mich an. Ja, Frau Meier. Und ja, 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 ich bin da, ich bin da. Ja. Okay, okay.